Hallo, ich bin Jenny. Es ist ungefähr 3 Monate her. Es ist gerade ein Spatz gegen das Fenster geflogen. Oh Mann! Und ein Spurzelchen. Oh Mann, puh. Oh Mann. Ja, also ich glaube, dem Vogel geht's besser. Ich bin Jenny. Es ist mehr als 3 Monate her, dass ich an diesem Tisch gearbeitet habe. Das lag daran, dass ich in der Psychiatrie war. Und heute würde ich gerne einfach meine Top-Learnings mit euch teilen, was ich da mitnehmen konnte in der Zeit. Viel Spaß! Kunst ist ein absoluter Safe Space für mich. Das heißt, wenn da nicht dieses Monster lauert, was die ganze Zeit unentwegt 24/7 irgendwelche Leistungen von mir haben möchte. Das musste ich erstmal begreifen, aber als ich mich davon befreit habe, war es wesentlich schöner, wieder mit der Kunst tätig zu sein. Ich bin ziemlich schlau und auch noch intelligent. Ich habe verstanden, dass man fernweg von Arroganz oder narzisstischen Zügen sich selber mal auf die Schulter klopfen kann. Denn eine gewisse Intelligenz und eine gewisse Kühnheit bringen einen auch immer wieder voran und vor allem helfen sie einem, wieder auf die Füße zu kommen und zu überlegen, wie kann ich die Situation denn anpassen, dass sie in Zukunft nicht mehr so krass schief gehen. Also ja, das hat sehr geholfen, das zu verstehen und auch anzunehmen. Ich bin wesentlich erwachsener, als ich von mir selber die ganze Zeit dachte. Ich sein, Frau sein, erwachsen sein. Ich darf feststellen, dass die ganzen Vorstellungen, die ich über Jahre jetzt hatte, denen ich hinterhergejagt bin, mir gar nicht gut getan haben. Im Gegenteil, sie haben mir unglaublich viel Druck gemacht. Und mich davon zu befreien und einfach aus diesen ganzen Aspekten zu machen, was ich für richtig halte, ist ein sehr schönes Freiheitsgefühl. Ich bin liebenswert. Punkt. Die Verbindung zu meiner Intuition ist wirklich sehr stark, aber das Vertrauen hat in den letzten Jahren einfach gefehlt und darf jetzt ein ganzes Stück gestärkt werden. Weil meine Intuition hatte immer recht. Jedes verdammte Mal. Ich bin ein verfluchter Mustang. Ich bin so ein richtig geiles amerikanisches Muscle Car, das aber bisher leider immer nur in der Garage stand. Da gehört dieses Auto aber gar nicht hin. Das gehört auf die Straße. Was jetzt übersetzt heißt, ich habe sehr viel Potenzial, Dinge umzusetzen, anzugehen, zu verwandeln, zu formen. Die Umstände waren bisher noch nicht so richtig da und ich bin sehr zuversichtlich, dass das in der Zukunft immer besser und immer passender funktionieren wird. Depression heißt Fick dich von meiner Seele an meinen Körper und letztendlich an mich. Fick dich, weil ich über die Jahre einen Avatar, einen Charakter, eine Maske erschaffen hatte, die zwar ziemlich genau aussah wie ich, aber nicht wirklich ich war. Diese Maske, dieser Avatar, dieser Charakter hat Teile in mir verdrängt, die aber auch gerne gesehen, gezeigt, gelebt werden wollten. Und über die ganzen Symptome, die eine Depression mit sich bringen kann, hat die Seele einfach gesagt, mir reicht's. Ich habe darauf keine Lust mehr. Ich will diesen Charakter nicht mehr spielen. Ich will ich sein. Alle Emotionen sind erlaubt. Wirklich alle Emotionen. Scham, Schuld, Wut, all diese Emotionen, die jahrelang bei mir gar nicht sein durften, haben in der Therapie, in der Klinik extrem viel neuen Raum bekommen. Und es war erstmal erschreckend, diese Emotionen überhaupt zuzulassen. Aber dann sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, sie leben zu können, sie sich entfalten zu können, wie sie mir ihre Botschaften genannt haben, das ist ein unglaublich befreiendes Gefühl gewesen.
Würden mehr Leute Therapie machen, müssten weniger Leute Therapie machen. Meine Mama hat wirklich absolut alles gegeben. Für ihre Töchter, für ihre Familie, für ihre Ehe, für ihren Beruf, für ihren Haushalt, für ihre Umgebung. Aber sie hat eine ganz wichtige Sache vergessen, nämlich sich selbst. Das hat mich eine Zeit lang wirklich sehr traurig und extrem wütend gemacht. Aber inzwischen begreife ich, dass das fast sozusagen ihre letzte Lektion an uns war. Und ich darin eine Chance sehe, dieses Erbe, dieses Vermächtnis weiterzutragen und ihr einfach nur zu sagen, danke Mama, ich werde auf mich aufpassen. Wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, denke ich, dass es mit der Menschheit nicht mehr so lange dauern wird. Und irgendwie ist es auch okay für mich, denn wir haben einfach zu viele Sachen, die wir nicht auf die Kette kriegen und die uns irgendwie dem Abgrund immer näher bringen. Aber es gibt eine einzige Sache, die wir wirklich können, wie kein anderes Wesen, was mir bisher begegnet ist. Ich hab dich lieb. Sag es. Sag es deinem Freund, deiner Mama, deiner Schwester, deinem Bruder, deinen Großeltern, deinen Nachbarn, deinem Hund, deiner Pflanze, deinem Spiegelbild. Sag diese magischen Worte. Sag's irgendjemanden, sag's dir und lass uns das weitertragen, diese Magie, die wir irgendwie schaffen, immer wieder hervorzuholen und das auf eine Art und Weise, wie kaum ein Wesen das auf diesem Planeten kann. Ist es nicht richtig schön? Ich finde ja. Danke, dass du dabei bist. Wir sehen uns im nächsten Video.